Im Oktober. Jo. Die Atzen werden Buchautoren. Der Atzenkodex gelesen. Nee. Lebenstipps. Echt jetzt? Hab ich gelesen. Wie man sich als Atze verhält. Ach so, also eher so Spaß oder was? Oder meinst du das ernst? Also ich finde, Atzen sind schon ein ernstes Thema. Ja, auf jeden Fall. Sehr. Hab ich gelesen. Der Atzenkodex ist rausgekommen. Schon gelesen und gelernt? Ist schon rausgekommen? Nicht? Nee, Atzenkodex steht nicht schon raus. Bei Amazon, ist noch gar nicht draußen. Kommt das ja, noch? Ja, kommt das noch, Dicker. Ich weiß, wovon ich rede, weil es auch über den Riva Verlag kommt. Wie mein Buch. Und ja, ich freue mich drauf, Alter. Gibt es bestimmt ein paar geile Regeln zu lernen, Alter. Brauchen wir auf Tour den Atzenkodex? Braucht jeder. Gut, ich zieh's mir dann auch rein. Ja. Eins live läufst du nicht, oder? Nee. Hip-Hop ja allgemein hat's da eher schwer, geht aber jetzt inzwischen ja ein bisschen mehr. So. Echt jetzt? Ja, hab ich so gehört. Ach so, cool. Durch Casper oder was? Und vielleicht durch Casper. Und bei der 1 Live Krone sind immerhin Casper, Semi Deluxe und Kraftklub nominiert. Ah, cool. Also 2,5 Rap-Acts. Mhm. Gute Zeichen, oder? Mhm. Aura lief auch auf 1 Live. Ja, gut. Das ist cool. Vielleicht schaffst du es auch noch. Ja, ich glaube nicht. Wenn sie Casper, Sammy und noch meinetwegen Nate57 reingepackt hätten, könnte man gegen die anderen nichts sagen, Dicker. Ja. Aber sie packen Casper rein, Sammy Deluxe und dann noch Culture Candela. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, ja. Ich weiß auch, was du meinst. War nicht Culture Candela, sondern ich glaube Gentleman. Culture Candela ist ja auch. Culture Candela ist ja auch Fanta 4. Ja, Fanta 4, genau. Fanta 4 sind ja auch Dings, die Erfinder des deutschen Rap. Mindestens. Wenn es nicht Torch war. Ja, die sollen sich mal beide gegenseitig, Alter, treffen und sich was erzählen. Sollen wir Collabo-Album machen? Dings, genau, Fanta und Dings Torch, sollen wir Collabo-Album machen. Nur den Respekt nicht vergessen. Motrip, Universal, wo kam ja jetzt erst mehr raus, ein Publishing-Deal hatte er halt, also ein Verlagsdeal hatte er halt unterschrieben bei Universal. Was heißt du von Motrip? Ja, Motrip finde ich gut. Der Flow ist, also gefällt mir oft, der flowt immer sehr gleich, bis jetzt. Aber er hat kein Album, ist immer schwer da zu sagen, im Rapper zu reden, der kein Album hat so. Obwohl ich die Alben ja eh nicht höre. aber ich höre sein Album auf jeden Fall und bin gespannt. Und freut mich auf jeden Fall für ihn, dass er da Fuß fassen kann. So. Weil er hat es einfach auch drauf so und dann soll das auch so sein. Ja. Motrip bei Universal. Super, ja. King. Genau das Richtige für ihn. Noch so ein allgemeines Rap-Thema. Haftbefehl, gab es in dem Monat eine Eskalation bei einer Autogrammstunde. Das hatten wir jetzt gerade wieder mit Fahrt in Hagen. Was waren da? Also bei Fahrt hatte man halt mit 200-300 Leuten gerechnet und es waren 600 bis 800 und ich glaube bei Haftbefehl war es so ähnlich und angeblich gab es sogar Straßenschlachten mit der Polizei, ich kann es dir nicht genau sagen, aber auf jeden Fall wahrscheinlich ähnlich wie Reinkultur, nur im Laden. Mhm. Ja. Ja. Warum ist das immer so? Warum gibt es bei Autogrammstunden immer Schlägereien? Man kann sich doch darauf einstellen, wie viele Leute da kommen. Ja, die kalkulieren falsch und dann ist zu voll und dann wird gedrängt und dann kommen Securities und sagen, ey, so und so und so und so und dann wollen die das nicht akzeptieren. Oder hat Rap Schuld? Haben die Rapper Schuld, weil ihr alle so gewalttätige Lyrics habt? Nee, glaube ich nicht. Wer ist schuld daran? Schwer zu sagen. Ich meine, unsere Vorbilder, die Politiker, ja, unsere Führer, die benehmen sich ja auch, klar, die machen zwar immer so, aber dann verkauft Ticken sind der Panzer an irgendwelche komischen Saudi-Arabien zum Beispiel, richtig. Um im Nachbarland den Aufstand niederzuschlagen. Richtig, weißt du, und da braucht man dann auch von uns nicht erwarten, dass wir uns irgendwie anders verhalten. Ich glaube, es haben die Leute schuld, die die Autogrammstunde falsch organisiert haben. Ja gut, können wir, oder die waren schuld. Von wem hast du Autogramme? Ich Autogramme habe von, wie heißt er noch, von Michael Holm, habe ich Autogramme, von Cindy und Bert, von mir habe ich noch ein Autogramm da liegen, habe ich mir selbst eins geschrieben, ja, für Christoph, bin ich ganz stolz drauf. Das war's auch. Crow bei Shimperator. Sagt mir beides nichts. Newcomer, müsst ihr euch mal reinziehen. Repräsentiert auch so ein bisschen die neue Generation von Leuten, die in den kommenden Jahren kommen werden. Und Shimperator hat den. Der trägt immer Masken, Alter. Das ist so ein neues Konzept. Der trägt immer eine Generation, Maske. Weil ich sehe, es kommen Typen zu sagen: Entschuldigen Sie, Herr Flair, kann ich ein Autogramm haben? Und dann haben die so eine Haare so. Mhm. So wie Olsen. Nee, so wie Olsen Ruff, der hat aus nee, so wie Dings, wie heißt der kleine Junge, Alter? Justin Bieber. Justin Bieber, so. Justin Bieber, Leute. Ja, dann machen die mal so. Bitte. Ja, ich wollte auch mitziehen, aber mein Friseur konnte da nichts machen. Crow? Ja, wie spricht man denn aus? Crow oder Crow? Ich weiß ich nicht genau. Einen Song habe ich gehört und ja, fand ich jetzt nicht so.
hat man erst so Gerede gehört, so dass das Crow, da dachte ich, okay, und dann, ja, nee, doch nicht so. Aber ich war ein Track gehört, keine Ahnung. Nee, Mann. Soulja Boy Doku gab's. Ja. Wann kommt der Film über Flair? Jetzt haben wir erstmal das Buch draußen, gucken wir mal. Alles am anderen. Ja. Ich würde auf jeden Fall gerne eine Rolle spielen. Also nicht so wie dann mit diesem, nicht was jetzt alle gerade machen. So und auch nicht dann so, dass du sagst, ich spiele nur eine Rolle und im Endeffekt ist es doch quasi halb dein Leben, so dass es sich voll mischt? Nee. Ich würde gerne was ganz anderes, was die Leute auch wieder nicht von mir erwarten. Also was ganz krasses, ganz anderes. Das Gute an einem Bus ganz hinten, an der Biografie war, dass es ganz anders war, als die Leute gedacht haben. Mhm. Es war wirklich einfach ehrlich, offen und es war halt, Schwäche wurde gezeigt und Schwäche wurde zugelassen und es wurden Themen behandelt, so die auch oft in der Musik nicht behandelt werden. Ja. Und meinetwegen, ich würde gerne, Alter, kein, jetzt blödes Beispiel, spiele ich halt einen schwulen Polizisten in Hamburg. Das wäre ein Move. Ja, das wäre ein Move. Ja. Ja. Freust du dich, wa? Lachst du schon so ein bisschen? Leicht die Kamera raus. Ich würde sagen, Respekt für den Erfolg. Ja, Respekt für den. Nein, aber das beste Bike oder ich spiele keine Ahnung oder weiß ich nicht was. Ich spiele Torch, Alter, wie er blauer Samt aufnimmt, Alter. Eine Soulja Boy Doku gab's, die haben wir wahrscheinlich beide nicht geguckt, ne? Aber einen Flair-Film könnte es auch irgendwann mal geben. Würden wir den gucken? Ich denke schon. Filme kann man sich immer geben. Ich bin auf den Sido-Film gespannt. So. Ist nicht schlecht. Hast du gesehen, den Film? Ja. Ist schon draußen? Nein, war so eine Pressevorführung. Ah, guck mal, du wieder, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, der ist cool. Der Trailer war auf jeden Fall geil. Cool so und dann denke ich mal, der Film wird auch gut. Man kann ein paar Mal lachen auf jeden Fall. Ja, gut. Das Bushido und Sido sind auf der 3 geschartet, Kollege auf der 5. Ja, ich war ja auf der 4. Die Brücke zwischen den beiden. Ja, Kollege. Auf 4. Nee, also die wollten ja die 1 haben, haben damit geprallt, so, ja, wir gehen auf jeden Fall auf 1. Dann war natürlich Helene Fischer und so am Start, dann halt war nur die 3 für Sido und Bushido. War eh eine schwere Woche. Auf jeden Fall habe ich ja mitbekommen durch Kollega. Und Kollega auch auf 5, also trotzdem halt Erfolg für beide, würde ich sagen. Was hast du mitgekriegt, wie die Verkaufszahlen von den Leuten waren? Wir hatten die ja unverschämterweise veröffentlicht. Haben die gemacht oder was? Haben wir gemacht. Echt? Was war denn da los? Wir haben sie ja veröffentlicht, du kennst ja sowieso, du bist ja mit Elvia. Ja schon, aber ich weiß den letzten Stand, jetzt weiß ich gar nicht genau, oder wie das jetzt genau... Das erfolgreichste Album war Aura, danach kam 23, dann kam Casper. Ja, das war die Überraschung. Ganz, ganz knapp. Wie viel war das denn? Ein paar hundert. Wir haben ein potenzielles Album des Jahres von Bushido und Sido gehabt, 23. Wieso potenzielles Album des Jahres, warum? Weil vom Erfolg her oder von dem Sound? Das ist ja jetzt wieder die Frage, wonach bemisst man das? Ich meine es nicht vom Erfolg her, sondern ich meine, was aus Rap-Experten-Sicht das Album des Jahres ist und wenn sich zwei so große zusammentun, dann... Ja, ich glaube, die Leute werden das auf jeden Fall nicht an den Verkaufszahlen sehen. Also ich glaube, dass das Album so, wenn man jetzt die Musik gut findet und wenn man die beiden Künstler gut findet, dann ist das für die das Album des Jahres, aber ich glaube nicht, dass die das verkaufen werden, was jetzt alle denken, Alter. Da werden die Leute sich wundern, Alter. Aber ich glaube auch nicht, dass das... was mit den Künstlern alleine zu tun hat. Ich glaube, wenn Bushido ein Album alleine rausgebracht hat oder Sido jetzt sein Album oder sein Blutsbrüder-Soundtrack jetzt rausbringt, dass die Leute das einfach wieder als authentisch empfinden. Das Ding war einfach jetzt, das Produkt war jetzt nicht so wirklich geil, wie Bushido sich wahrscheinlich gedacht hat, Digga. War mehr Business, oder? Die Leute wussten doch von Anfang an, dass es Business war. Hätten sie es irgendwie dann besser inszeniert, dass sie sich dann vertragen haben. Dann hätte man es ihnen wahrscheinlich besser abgekauft. Dann wäre es zwar auch ein Move gewesen, aber ich fand die ganze Inszenierung, also das ganze, die Freundschaft war bei denen kein Thema. So. Es war klar, dass die vorher auch nicht wirklich Freunde waren. Und bei dem Carlo Cux und Zweiding damals, da mussten wir ja gar nicht viel erzählen. Das war ja für die Szene klar. Da gab es ja dann Interviews mit dir und Steiger, da gab es eine riesen Diskussion und da hat dann Steiger auch gesagt, ey, das war kein Beef, da haben dich zwei Feinde beschossen, weißt du. Und das hat da gefehlt, Alter. Kollege Boss Aura, fandst du? Ja, dieses Autotune-Zeug ist schon übertrieben. Das bei, als Track 5 dann anfing, dachte ich mir, ey, übertreib nicht, Alter. Es war schon echt übertrieben, aber so hat Kollege hat halt seine Skills, die unangefochten bleiben, irgendwie hat er seine Sparte. Ist er besser als du? Natürlich nicht. Aber unangefochtene Skills dann? Ja, natürlich so, seine Vergleiche und so sind schon besser als meine, aber ich lege halt auf ganz andere Sachen Wert. Ja. Deepness. Ja, oder irgendwas so ein bisschen Seele da reinbringen, ja. Was auch immer diese Seele sein soll. Rap ist Soul-Musik. Ja, ja, ungefähr. Ne? Ein bisschen halt so, ja, ein bisschen anders so. Erst einmal der mit dem Geld und so, ist ja auch alles schön gut. Ich bin ja auch nicht ohne. Aber ist jetzt nicht so, muss man jetzt nicht, über Geld rappt man nicht. Hat er eigentlich noch Noten am Laufen?
Ja, die sind weggelaufen, also die laufen immer noch, ja. Allerdings vorhin weg. Ne, ich weiß nicht, also ich glaube. Hauptsache Nutten am Laufen. Ja, genau. Gut, Kollege, Boss Aura, hast du bestimmt hoch und runter gehört. Voll, Alter. Hier? Nee, also Katastrophe. Also nee, Katastrophe in dem Sinne, dass Boss Aura, ich fand, es gibt so ein paar Sachen, Alter, so, Alter, als Rap-Fan, so, die gehen meiner Meinung nach nicht und du kannst nicht den Album Boss Aura nennen, wenn Savage den Album Aura nennt. Dafür hat er Schläge verdient. Nicht, weil er Kollege ist und weil er meiner Meinung nach, Alter, egal, der Typ, Alter. Ich sehe ja manchmal Bilder von dem. Auf Hip-Hop. Ich bin ein Hip-Hop.de-Fan. Ich klicke wirklich morgens einmal auf Hip-Hop.de, einmal auf Facebook, dann manchmal auch Rap.de und dann sehe ich Bilder von dem, Alter, und ich, das ist richtig so, dicker, Alter. Geht nicht in meinen Kopf, Digga. Aura kommt ja auch noch Bart raus. So, dann halt Felix, Mann. Felix, Digga. Und dann da gab es auch ein Video auf einmal auch mit Rockern und irgendwelche Rocker da in dem Video. Und dann, wie er da steht und ganz im Ernst, Alter. Er kann sich auch nicht bewegen. So. Also spastet da ab. Das wird von meinem Schatz zu dir. Jeder Vogel hat Erfolg, Digga. Willst du wissen, warum? Weil es da draußen immer noch mehr Vögel gibt. Eigentlich habe ich mir die Frage jetzt selber beantwortet. Deswegen so. Und dasselbe ist aber auch bei Farid Bang, Alter, und so. Also es gibt so ein paar Themen, da sage ich dir ganz im Ernst, was die sich rausnehmen und so. Ich will auf jeden Fall die Typen live sehen. Ich will mit den Typen in einem Raum sein. Bitte, ich gebe demjenigen Geld, der mich zu diesen Typen bringt, mich mit denen in einen Raum sperrt. Glaub es mir. Harry trifft sich doch bestimmt mit dir. Gerne, Dicker. Gerne, können wir gerne machen, Dicker. Aber bevor dann will ich dabei sein und sorge für eine entspannte Atmosphäre. Ja, ich schenke Dicker grünen Tee aus und... Glaub mir, Digga, ich nehme dich und deinen grünen Tee und stell dich sonst wohin, Digga, glaub es mir. Und da kommen noch ein paar andere Leute vor mir, die sich aber mit dem erstmal treffen wollen, Alter. Nee, aber am Ende des Tages, Respekt für den Erfolg. Das wollte ich hören, ich danke dir. Bitteschön. Massiv, eine Kugel reicht nicht, gehört? Ich habe ein Video gesehen davon, was sehr durchwachsen war irgendwie. Also dieser Deep Track da, wo er darüber redet, er wechselt immer die Themen die ganze Zeit, hab ich das Gefühl. Ja, aber, ja, ich hab mir gedacht, mit Massiv nicht so viel anfangen. Er hat wieder nachgeladen, ja. Wieder nachgestoßen, Alter. Massiv ist fleißig, Alter. Ja. Sehr fleißig, Alter. Ich hab mir das eine Video angeguckt, wie ist es? Massaker, Black Gun, Massaker, Beretta? Oder wie ist es? Black Gun, Beretta, Massaker oder so. Irgendwas mit ganz krassen Massaker-Dings wieder mit. Das Video war krass. Ich fand den Song jetzt, also er. Ich will ihm jetzt nicht um was erzählen, wie er seine Musik machen soll, aber so, meiner Meinung nach müsste er ein bisschen mehr an der Musik arbeiten und weniger an seinem Aussehen. Mhm. Und an seiner Performance vor der Kamera so. Mhm. Das macht es schon sehr gut, ich schwör's dir, der verkauft sich gut, Alter. Und man merkt, der macht sich auch Gedanken, aber so die Musik, die hat manchmal, meiner Meinung nach, ist zugleich. Er macht, also was Massiv jetzt macht, man weiß es. Er schießt rum, Dicker. Und das Video ist einfach unfassbar. Alter, wenn das ein guter Song gewesen wäre, Massiv wäre back gewesen, Digga. Das Video, Mann, Alter, mit den Eulen und mit den Knarren und pff, King, Alter. Dann steht der da, du denkst Armageddon und du denkst Aviator, ist ein Dreck dagegen, ja? Trotzdem ein sehr krasses Arbeitstier. Ja, fleißig sowieso, Alter. Gibt richtig Gas, Alter, was ich immer höre und sehe. Also immer wieder was Neues, Alter. Super, ja. Einfach keine Ruhe geben, immer wieder.